Und dann halt wie wenn du beim, du kennst ja Fitnessstudio bestimmt, machst du ja auch, ne? Du hast du mal gesagt. Ja, seit einem Jahr so nicht mehr, weil ich an der Rücken Bandscheibenvorfall / Rücken. Ja, alle am Helfen so, ne? Das ja. Kannst du halt machen in beide Richtungen, einmal diese Seite, du musst gar nicht so sehr dehnen, weil du hast auch übertrieben hypermobile Finger, habe ich gerade gesehen. Also du warst halt richtig, so wie ich, so super. Zu weit zu sagen. Ich mache das halt dieses, dass man, also das habe ich von, mal von so einem Spezialgitarren-Typ, Klaviertypen, von dem ich halt so einen Workshop hatte. Weil sie halt auf gar keinen Fall den hier machen und halten, wenn die Finger kalt sind, sondern halt einmal rangehen, kurz halten und wieder zurückgehen. Das ist halt sozusagen eine Fließbewegung. Ja. So eine Sinuskurve zurück vorwärts. Also wenn du das machst, du kannst das machen, dann kannst du dir noch, also wenn du willst, muss man sich ja was kaufen theoretisch, du kannst theoretisch auch so machen, mit deinen Fingern dagegen halten, dass du versuchst dann mal so den Finger gegen Widerstand reinzuheben. So wie zum Beispiel mit dem Fitnessstudio mit einer Handfläche im Endeffekt, machst du halt mit den Fingern so. Und was du auch machen kannst, ist so Beweglichkeitsübungen halt für die Hände. So was mache ich schon. So die Hände ineinander greifen und so das hier, so zum Beispiel. Also so versuchen mal ein bisschen, vielleicht klappt es ja darüber auch, weil bestimmt sitzt du auch noch so viel am Rechner und machst viel am Rechner und so. Das heißt, du hast halt viel diese Arbeit, ohne wirklich Kraft aufzuwenden, weißt du? Und das sorgt dann dafür, dass du diese, vielleicht, weiß ich nicht, ich kann jetzt nicht diagnostizieren, aber so diesen Schmerz kriegst nach einer Zeit in diesen, weil wenn es hier weh tut, ne, tut ja nicht hier weh, oder? Im Arm. Nee. Ist es nur hier auf der Seite oder auch auf der Rückseite? Ist die Rückseite okay soweit? Mehr auf der Innenseite. Die gleiche Übung kannst du zum Beispiel auch in die andere Richtung machen. Also dann machst du halt, kannst du, am besten ist es supported irgendwie, dass du sagst, es ist supported ein bisschen deine Hand, dann kannst du hier so dagegen halten. Ja, das muss man anfangen, weil ich habe nämlich gemerkt, wenn ich halt diese Stretching-Sachen mache, dann habe ich keine Schmerzen. Und ich war halt die letzte Woche einfach wieder zu voll. Ja, das ist, weil man es extra macht. Vielleicht, das muss echt in eine Routine überlaufen. Ne? Ja, es ist eigentlich eine Routine. Eigentlich möchte ich mal vor dem Zocken machen und vielleicht. Ja. Weil genau diese Woche habe ich es nicht gemacht. Ja, dass man mindestens nach der Session auf jeden Fall, eigentlich wenn die Games lange sind oder nach dem Best of 5 kannst du dehnen. Das mache ich halt, ich mache halt während des Spiels mache ich nie, weil ich halt merke, ich verliere jegliche Anspannung in den Fingern. Ja, das ist auch, das stimmt so. Also das heißt, ich spiele einfach viel, viel schlechter. Der Bonus geht runter, ja, das stimmt. Deswegen mache ich das immer erst, wenn ich weiß, dass ich fertig bin. Ich muss es halt einfach machen, ich mache ja jeden Tag so. So zwischen den Sets machen, kannst du es auch. Und was du auch machen kannst, ist, wenn du merkst, dass du Anspannung verlierst und du das gemacht hast, spann einfach deine Hände nochmal an. Weil dann das sorgt dafür, dass diese Spannung wieder reinkommt, aber du hast sie trotzdem gedehnt und in den Blutfluss angelegt, weißt du? Ja. Schade. Das ist wehtut auf jeden Fall. Das ist ein bisschen interessant. Also Riesensuch. Was machst du noch? Was meintest du das hier? Sorry, ich hab dir überhaupt Ja, Daumen hinten vor, so leicht. Und dann halt die Finger auch nochmal einzeln durchgehen und dann diese Sachen. Ja, so Sachen, ne? So. Diese Randdoktorin, weil ja, er das gezeigt hat. Sie ist ja Physiotherapeutin, deswegen meine ich auch, dass es. Die hat ja genau recht damit, also es ist auf drei Säulen basiert, so dieses Mobility, Strength und wie sich deine Sehnen bewegen können. So. Ja. Strength ist underrated, also Strength ist echt underrated. Man denkt, ey, wird hier reporten, würde ich auch sehen. Ja, sag an. Ich hab grad schon reportet. Ich hab schon gemeldet, erste. Ich hab dich schon reportet. Zwei, drei, vier, fünf. Ja. Achso, du warst gegen Pörd, achso. Ja. Ihr müsst mal raus. Zwei Boy Wayne Mobile. Danach darfst du hier rollen. Ja, ich muss einfach machen, jedes Mal. Ich bin das zweite Sing. Achso. Achso, ich bin da drin. Ich bin da drin. Was? Bist du auf der. Ach, du warst nicht. Ich sag aber auch, ich bin das zweite Sing. Ich muss mal. Das wusste ich nicht. Das ist wichtig. Und? Zero. Für dich? Ja. Du bist doch den Nutzer auf Chi gemacht. Ich hab Leike richtig fertig gemacht, Alter. Er hatte keine Chance. Oh, okay. You're right here. Yeah. Tough scene. Yes. Awesome. Okay.
Kevin or... Kevin, wie ist bei dir aus? 2-0. Wir wissen schon, dass wir spät wissen. Nee, ich glaube das Gegenteil. Ich bin ja nicht mehr ans Fink an. Einmal in Zehlendorf gewesen, direkt dates. Ist der noch den Bezirk oder Zehlendorf das Dorf? Der Bezirk, ja. Krebsdorf, ey. Ich wurde echt aggressiv, ne? Das ist überhaupt nicht. Ich war einmal in Schöneberg und fand es sympathisch. Schöneberg war komplett anders als Zehlendorfer, ne? Ja, aber es ist immer, weil es in die Richtung geht. Geografisch. Ja, aber es ist schwarz und weiß, Alter. Auch schon mal in Bayern, das ist echt. Ja, das sind halt unterschiedlich, wenn die sein, die beiden Bezirke. Ich war nur in Dingens für Musikakademie halt. Der Zehendorf ist halt die übelste Botschaft. Und für den Zoll, mit den Schuhenberg. Da sind halt nur alte weiße Frauen mit hoher Nase. So. Alter, hab ich Angst. Thank you.